Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Feuer, Glut und Herzblut. Ich bin heute mal ohne Nico am Start. Mein Name ist Martin Block. Ich habe heute zwei Gäste hier und stellt euch mal am besten selber vor. Einen kennt ihr schon, den hatten wir vor einem Jahr. Soll ich anfangen? Ja? Fang du an. Ich dachte, Daniel, der ist jetzt neu. Fang du mal an. Ja, bitte. Hey, kann ich auch machen. Der Neue sagt man. Hallo, Neuer. Ja, hi. Ja, ich bin Daniel und bin auch neu im Team bei Scotty seit August. Und ich kümmere mich hier ums Marketing und Social Media, solche Themen. Aber wie das immer so ist, wenn man noch ein kleines Team ist, auch um viele andere Dinge. Ja, und freue mich sehr. Und geil, dass du da bist, Martin. Hier bei uns. Richtig cool. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Ich übergebe an Herrn Christian Battel. Ja, ich bin der Christian von Scotty. Herr Battel, war bitte ungefähr, zum Kasse 1. Ich war, ja, genau. Ich war ungefähr, wir haben eben schon mal überlegt, Martin, ne? Vor etwa einem Jahr ging das los. Und es ist eigentlich so ein Magic-Termin, weil vor einem Jahr stand ich bei dir an der Tür von der fetten Kuh. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Und wir hatten irgendwie ein Date und haben das so zwei, dreimal verschieben müssen, Family und Trella. Und dann hat es gepasst und ich war bei dir und dann ging das los und das ist ungefähr ein Jahr her. Das ist gutes Jahr her. Krass. Du hast einen Grill dabei gehabt, den eigentlich so ein Grill hat vorher kaum einer gesehen. War nicht am Markt. War was Neues. Ja. Und ich fand ihn direkt super cool. Klar, ich stand ja auch vor dir. Du hast mich direkt überzeugt. Wo ich es weitergeschickt habe, es gab viele begeisterte Leute, auch nach dem Podcast und gab ein paar aus der Barbecue-Szene, die sehr kritisch waren. Aber die meisten hast du ja auch kennengelernt oder die haben dich live erlebt oder den Scotty live erlebt. Sind nicht mehr kritisch, natürlich nicht. Ja. Wo wir, ich glaube im Januar war das, wo wir nach Antwerpen gefahren sind und auch, ich habe es auf einem Halbsuft auf einer Tankstelle aufgebaut. Die einen haben sich Frikandel geholt und ich habe dann auf einmal die Entrecours auf den Grill geschmissen. Das hat schon verdammt viele Leute überzeugt. Ja, das war wirklich die Geburtsstunde auch vom Social Media für Scotty, weil da waren ja wirklich alle wahnsinnigen Fleischliebhaber aus der ganzen Szene auch mit in den Bussen. Ja, also also richtig fette Sache war das. Ne? Wenn man jetzt so Kreuzsatz als Instagram-Account ausschließt, waren das so schon die vier größten Instagrammer Deutschlands in Sachen Fleisch und Barbecue, waren mit an Bord und haben das gefeiert. Und irgendwie, wenn man so die Fotos von Antwerpen sieht, ist das schon ein großer Teil. Nur diese kleine Aktion auf dem Rastplatz, die das alle überrascht hat. Das war unglaublich. Das Schöne war auch da, zur damaligen Zeit, als das Video dann auch in die Social Media hochgeladen wurde, das war ja alles noch so taufrisch. Ich kannte natürlich niemanden außer dich. Mir war auch überhaupt kein Furz bewusst, wie die Reichweite von diesem kleinen Video und dass du ja das Teilchen auf dem Tisch von der Raststätte aufgebaut hast. Alle haben das erst belächelt. Hahaha, guter Witz. Und alle, und du meintest noch, und dann auf einmal hat jeder, ich hol mal kurz, und dann müssen wir auch noch filmen und dann machen wir das auch noch. Ey. Und Tratspeng war das dann echt in allen Kanälen super. Geniale Aktion war das übrigens, Chapeau. Ja, und was auch ganz lustig ist, ich kenne die Entwicklung von Scotty von Anfang an, muss man sagen, nicht erst seit August, sondern von Anfang an auch immer mitbekommen. Aber was ganz lustig ist, diese Grillszene war ja gar nicht so richtig auf dem Fokus. Es war ja erst so Outdoor-Leute, die Leute unterwegs sind. Und die Grillszene, die hatten wir gar nicht so richtig auf dem Schirm, lieben die jetzt umso mehr, aber das ist natürlich auch geil. Ich glaube, du hast den Starter auch gegeben. Warst da hochsympathisch einer der als erstes rauskam und auf Scotty zugegangen ist. Und dann kamen ja viele Barbecue-Events und sowas. Ich sehe das ja so, wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre halt ein anderer da, weil das Produkt ist geil und das gehört auch in die Grillszene rein. Aber ich habe den Liebsten erwischt, also bin ich heute sehr dankbar, weil das war wirklich so ein schönes... Martin, ich muss heute wirklich noch sagen, das war für mich als Newcomer, ehemaliger Sporty, ich bin Sohn vom Metzgermeister, Grillen und so weiter verstehe ich, und aber ich habe tatsächlich einen Grill für mich ja gebaut, für eher so als Jäger, Angler, Wanderer, Ski, also so ein Typ für draußen. Und da gab es so quasi diese Hochzeit auch, ne, weil ich bin tatsächlich
viel schneller und aktiver auch durch diese Meetups und so weiter in diese Fleischszene eigentlich als erstes aufgeschlagen. Stimmt, ja? Ja, bei dem, du warst ja bei dem Meetup direkt dann im Januar, glaube ich. Du hast mich eingeladen, ich bin auch da wieder angekommen und hatte nichts, kein Flyer, kein gar nichts, hatte nichts. Ich hatte wirklich nur so eine Outdoor-Box und da stand der Scotty drauf. Ne? Genau. Ewig lang, ne? Bis da überhaupt irgendwas mal losgegangen ist. Und um mich drumherum natürlich die anderen schon Profis und genau, also und waren ja, alle lieb zu mir. Konntest ja auch dir dann quasi anschauen, wie funktioniert das, wie machen die anderen das. Ne? Ja, absolut. Also und wenn man das, die Entwicklung mal so sieht, im Oktober beim Meetup, da waren die Hälfte der Kills waren einfach Scotties. Das war echt faszinierend. Das ist so das, schön. Ne? Das war ein Ding, da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Ne? Ja. Davor immer, ich will die Namen nicht nennen, aber die anderen Bekannten, aber ey, krass. Und das was auch echt noch echt auffällig cool. ist, die Leute, die ich bei diesen Meetups von der ersten Minute quasi da kennengelernt habe, das waren wirklich, ich sag mal zu 70-80% Menschen, die mich das ganze Jahr auf irgendwelchen Messen oder so als Unterstützer ja. oder so, die man lustigerweise gerade auch genau die Menschen immer wieder getroffen hat. Also quasi der Kern war ja. da quasi in der ersten Minute am Start. Ne? Das Meetup ist ja auch so irgendwie so ein so eine B2B-Veranstaltung für die ganze Grillszene, ne, wo man sich trifft, ne? Man, so also jetzt gerade das Dezember-Meetup ist wirklich so ein Meetup immer, wo die Leute kommen, um sich nochmal zu sehen, weil es gibt ja. gerade keine Grill-Events, ne? Die sind ja. gewohnt, dass jedes Wochenende irgendwie im ja. Sommer was los ist und dann geht man nochmal da hin, weil man jetzt noch ein bisschen mehr Ruhe hat, ne, und Zeit und dann trifft man sich ja auch mal und quatscht einfach miteinander, weil man sich ja inzwischen auch kennengelernt hat, auch gern hat, ne? Und dann isst man ein schönes Steak zusammen oder was anderes. Nimmt sich mal ein paar Nasen Röstaromen. Chill mal, oh, chill am Fackeln, ehrlich. Ja, aber es war super. Ja. Auch das Meetup, muss ich echt sagen, erstaunlich, wie man schnell man aufgenommen wurde. Ich war jetzt mal einmal alleine da, Chris konnte. Du wurdest ja jetzt auch krass. Getauft quasi, ja, ja, aber das ist gar nicht schlecht. War einfach super. Ja. Ich kannte ja auch noch nicht ganz so viele aus dieser Grillszene, außer dich und Fleischbotschafter jetzt und ein, zwei andere. Aber die anderen, die da waren, auch direkt da. Scotty, geil, cool, dass ihr da ja, seid, dann, richtig nett. Da entstehen ja auch Zwang, dann, alles ne? cool, also definitiv. Das so, dann lernt man einen kennen, der ein geiles Fleisch am Start hat, dann kauft man da das Fleisch. Oder, ja, ne? aber du weißt es selber. Normalerweise, also ich kenne das jetzt aus der Sportszene, klar, gibt es super, überwiegend nette Leute, aber ja. es gab doch schon echt krasse Meinungsverschiedenheit, der komplette Ansicht ist da eine andere und das ist da halt komplett anders. Die Leute, ist eigentlich scheißegal, Hauptsache es schmeckt. Genau. Wenn nicht, schmeckt es halt dem anderen. Das und die Leute, egal. Die da rein nur aus kommerziellen Absichten nur hinkommen, die sind meistens auch nur einmal da. Ja. Ne? Und da irgendwie sich mit den Leuten nicht so ganz warm werden. Von daher reguliert sich das, glaube ich, ganz gut. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über das Meetup zu sprechen. Wir wollen über ja, Scotty reden. Ja, Scotty ist gut abgegangen, ne? wie eine Rakete. Jo, war geiles aber, Jahr, leck mich ja. am Arsch. Also, tot, darf man das sagen? Ja, absolut, gerade in dem Podcast. Aber was war da los? Auf einmal, du hast ja gesagt, ja, übers Jahr, meine Charge, die ich habe, wäre schön, wenn die weggeht, ne? Ja, das war schön. Also, das war in meinen kürzesten Träumen überhaupt nicht zu erwarten. Wie gesagt, ich bin da halt auch realistisch angegangen und eher, ja, nicht zu viel erhoffen, damit es dann nicht so weh tut am Ende vom Jahr. Und für mich war das Jahr eins der anstrengendsten Jahre, was ich jemals hinter mich gebracht habe und gleichzeitig aber auch eins der absoluten schönsten Jahre. Also gerade es ist halt dahin gekommen, dass ich, wenn ich für Scotty arbeite, nicht, das Wort Arbeit fühlt sich komplett schlecht an, weil es stimmt nicht. Ja. Es ist ein Projekt, ich könnte genauso gut auch zur gleichen Zeit angeln und nichts machen oder wie auch immer, aber es würde sich gleich anfühlen. Ne? Und insofern muss ich sagen, das macht so einen Spaß, weil die Leute haben es angenommen, wir haben wenig oder so gut eigentlich gar keine Reklamationen und das bisschen, was irgendwie nicht funktioniert, das kriegen wir im Handumdrehen gut hin. Die Leute, wir haben super schöne und vor allem auch liebevolle Rezessionen, was jetzt so Internettransparenz ja, angeht. Ich kriege auch immer tolle Bilder zurück, ne, wo die Leute irgendwie ja, wir abbauen. Posten überwiegend echt viel Fan-Fotos aus dem Urlaub. Menschen, die ich maximal vom Telefon her kenne oder einfach nur für die Geschichte gefällt und natürlich auch Scotty, weil er funktioniert. Ja, und dann kurzum mache ich hier für dieses Jahr einen hochdankbaren, dicken, fetten Strich und
freue mich auch aufs neue Jahr. Wir haben da zuletzt, Daniel, gerade drüber gesprochen. Da war so, ja, es fühlt sich an, kennst du das, wenn du irgendwie eine fette Reise geplant hast? So ein paar Detail-Eckpunkte, alles ist irgendwie skaliert, aber irgendwie so dazwischen ist viel Abenteuer, wenn man nicht weiß, wie ist der Bus da, hat der TÜV oder weiß der Deibel was. So fühlt sich das für mich das jetzt das kommende Jahr an. Weil wir jetzt, also der Scotty ist jetzt so ein bisschen da und viele Menschen haben zumindest einmal, zweimal irgendwie mal was von gehört. Und jetzt fürs kommende Jahr, da habe ich eine Riesenfreude. Ich habe auch überhaupt, also gar keine Angst und auch keinen Respekt fürs neue Geschäftsjahr, sondern im Gegenteil, ich bin hochmotiviert, merke fetten Wind in meinem Segel und ja, mache alle Bremsen auf. Man hat das jetzt einmal gemacht. Man hat sehr, sehr viele Leute auf den Messen gesehen, man hat sehr, sehr viele Leute getroffen, mit unfassbar vielen Leuten gesprochen. Bis jetzt hat keiner wirklich schlecht drüber gesprochen, ob den kaufst oder nicht, ist ja noch was anderes, aber die Leute finden Scotty cool, die finden die Marke cool, das ist wichtig. Und das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir auch so, man tankt so ein bisschen Selbstbewusstsein im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr kommt ja so eine kleine Lässigkeit dazu. Und sagst so, ja, jetzt macht's richtig Spaß. Wir freuen uns mega aufs neue Jahr, weil wir halt schon viel gelernt haben. Einfach. Du lernst nicht jedes Mal. Du hast viele Dinge gelernt und die lassen sich besser abspulen. Und deswegen, das Unternehmen heißt Fans Cup und es geht darum, neue Freunde kennenzulernen. Und das machen wir fast überall. Und jetzt muss man sich nicht mit diesen nervösen Themen rumschlagen, so geht das mit dem Messestand, wie funktioniert das hier, klappt das immer mit dem Scotty, so das läuft schon und jetzt haben wir noch mehr Konzentration auf die weichen Skills, die dann auch richtig viel Spaß machen. Da freuen wir uns mega drauf, überall die Leute zu treffen, draußen zu sein, unterwegs zu sein, Social Media auch nochmal ein bisschen aufzuladen, haben wir ja auch eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wenn das gelingt, wäre das toll. Und das ist Vorfreude, aber jetzt auch so eine leichte Müdigkeit, die jetzt auch mal da ist. Jetzt ruhen wir uns mal ein paar Tage aus. Und wir sind ja voll Ende des Jahres. Ist jetzt auch langsam, man merkt es auch, ne? Es geht so langsam. Ich glaube, wir haben das noch nicht erwähnt, wo wir gerade sind, ne? Ah ja, das ist natürlich auch noch ein großes Projekt, unser persönliches Weihnachtsgeschenk eigentlich, was wir uns ins Nest gelegt ist, zwar in Ostern, aber ins Christnest. Und wir haben also unbedingt auch eine neue Bleibe gebraucht für unser Projekt Scotty. Der Daniel, der ist ja seit August jetzt mit an Bord. Das heißt, ich agiere nicht mehr hochchaotisch aus meiner Garderobe heraus oder Pult auf dem Schuhschrank, sondern wir haben jetzt hier eine Erfinderstätte, was Besonderes geschaffen, was Individuelles. Und sind weg vom Schuss. Und haben hier eine kreative Stätte geschaffen, die haben wir selber gebaut. Und es ist halt wiederum überhaupt keine Arbeit, im Gegenteil. Man kann hier echt auch sogar ins Büro fahren, um abzuschalten. Ja, das ist ja machbar. Ich habe es ja schon für so ein Man Cave genannt vielleicht. Genau. Aber ihr habt ja auch einen bezaubernden Ausblick hier und das sieht einfach sehr schön aus. Das inspiriert bestimmt wieder für neue Projekte. Wo wir schon beim nächsten Thema sind. Ne? Ihr plant doch bestimmt was, oder? Wer weiß. Also klar, es poppt jetzt immer mehr auf, dass wir das letzte Jahr jetzt auch nicht komplett, was Weiterentwicklung angeht, gar nichts gemacht hätten. Im Gegenteil, es gibt so ein paar Themen, die sind offensichtlich, die in der Grillszene hier und da gern gesehen werden. Ich als Erfinder muss einfach sagen, Scotty ist Scotty. Er braucht nichts. An welchem Ort du bist, weil im Endeffekt ist es so, alles, was du mehr brauchst, ist wieder Konsum und das musst du erst kaufen. Dann, und das noch viel Schlimmere ist, du musst es in deinem Rucksack mit dir herumtragen. Ich bin ja so der Outdoor-Wandertyp, das heißt, ich kenne halt jedes Gramm. Umso länger die Tour halt ist, umso schwerer wird's halt. Nichtsdestotrotz. Es gibt neue, geile, richtig geile Sachen und da freue ich mich so riesig drauf und es passt halt tatsächlich auch noch gut rein, ist nicht zu schwer. Es ist wirklich eine Formvollendung von Scotty und wer das braucht, wer denkt es zu brauchen, der kann es demnächst bei uns haben. Wir haben so vor, im April, Mai damit an den Start zu gehen und wir sind mega happy, ist geil. Patentstempel ist trocken und jetzt so langsam mucken wir immer mehr auf. Also man kann sich auf was Neues freuen und du hattest ja auch damals gesagt, es reicht ja auch eigentlich nur ein Messer, das man dabei hat,
um Würstchen umzudrehen. Ja, aber nee, kein Scotty-Messer, das ist Quatsch. Jeder, nee. Wie viele Messer haben die Leute denn zu Hause rumfliegen? So war es nicht gemeint, natürlich, aber die Leute freuen sich auch über andere Produkte. Wenn sie sinnvoll sind. Und da bleibe ich mir auch selber treu. Es wird, wenn ihr irgendwas denkt zu brauchen, was irgendwie aber schon da ist, millionenfach, dann bitte wartet nicht, bis ich es euch baue. Das wird nicht passieren. Weil wenn das da drauf passt, empfehle ich euch das Regal im Baumarkt und dann ist es auch Edelstahl und super Qualität. Dann nimmt es. Aber es gibt so, so viele coole Sachen, die es halt noch nicht gibt, die sind nicht ergründet, das ist so wie das Meer oder so. Ich habe mir beim Aldi dieses Jahr Gemüse-Grillkorb gekauft. Ja. Um eure einfach so, ja. Ihr habt ja genug Power auf eurem Grill. Schmeißt Gemüse rein, rüstet das an. Manchmal muss man sich ja auch ein bisschen kreativ sein und was dazu so selber. Ja, gerade diese Edelstahlschüsseln, die stehen wirklich in 4-5 verschiedenen Individualgrößen. Da gibt es Teile, die würde ich genau exakt so bauen. Die sind tatsächlich, die passen auf den Scotty wie dafür gemacht. Also, Entschuldigung, also das ist super. Das passt alles hervorragend. Aber wie gesagt, es gibt diese Dinge, die eben, um die man halt nicht herumkommt und die es halt auch nicht gibt. Und da fühle ich mich hochmotiviert oder wir. Weil die Lücke wollen wir schließen. Macht ja jetzt auch Sinn. Also du hast ja gemerkt, so ein paar Grills kannst du ja verkaufen und dann kann man ja auch mal an andere Sachen denken auch. Ja, genau. Also wie gesagt, aber bitte nicht falsch verstehen. Die Marke Fanscup und vor allem Scotty als Grill, die steht vor allem für Antikonsum. Ich möchte Dinge bauen, die für die Ewigkeit halten. Wenn aber in dem ungewissen Fall der Fälle irgendwas benötigt wird, muss es sofort da sein. Es muss einfach alles wasserdicht sein in diesem Service-Gedanken. Und zum anderen Antikonsum. Alles, was irgendwie im Kontext Scotty steht, soll stärker oder logischer gebaut sein, als jetzt vielleicht eine Industrie das bauen würde, damit es jetzt auch nicht unbedingt ewig hält. Das muss dann, ist oftmals auch nicht so Sinn und Zweck dieser Geschäftspraktik. Ich glaube, Scotty kriegt man nicht so schnell klein, also so den Grill an sich. Was natürlich enorm Spaß macht, ne? Wenn du ein Unternehmen bist, wo die Dinge schnell klein sind, dann hast du auch mit den Themen viel zu tun. Da wollen wir einfach auch nicht, ne? Weil wir ja faul sind. Auch. Ja, aber es ist ja doppelt schlechter Gedanke. Es geht kaputt, der Kunde ist unzufrieden. Vor allem, wenn ich mir überlege, mein überwiegend wird der Scotty mit Sicherheit nicht im harten Gelände genutzt, sondern eher im Rhein und ist jetzt auch kein Drama und keiner verhungert. Nichtsdestotrotz muss das aber die Voraussetzung sein, was zum Beispiel die Wahl der Materialien angeht. Wenn man so anfängt, so ein Teil zu bauen, hat er keine Ahnung, trifft man sich mit Profis, die erklären dir erstmal so die feinen Unterschiede, warum der eine eben das nimmt und der andere dann halt keinen Bock hat, das zu zahlen, weil es sinnlos ist. Ja. Diese sinnlose Abteilung, die ist dann eher wiederum für Scotty interessant, weil genau darum geht es halt, projektbezogen irgendwie Leute zu versorgen mit einem zuverlässigen Gerät, das muss funktionieren und da darfst du halt auch keine Abstriche machen. Und wenn wir jetzt mal überlegen von der Entwicklung, das geht eher immer noch zum noch stärkeren Sachen, als dass wir da jetzt irgendwie sehen, okay, die Leute finden den Grill gut, jetzt fangen wir hier mal kräftig an abzuspannen, damit das irgendwie sich auch mal... Also ich habe letztens noch gehört, ein Grill, der optisch gleich aussieht von einer renommierten Marke, wiegt einfach fast irgendwie 3 Kilo weniger wie vor 20 Jahren. Ne? Dann die rechnen sich einfach so aus, so viele 100.000 verkaufen wir mir. Ja, und das ist so ein schlimm. Kilo. Ja, das sind dann das auch Aktiengesellschaften, da geht es um jeden Cent. Ja aber eben nur auf dem Papier. Das ändert überhaupt nichts für den Mitarbeiter ändert es nichts daran. Es würde auch anders funktionieren. Aber es geht halt tatsächlich um diesen letzten Cent auf irgendeinem Papier. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mit sowas anfangen sollte, wenn die Reise weitergehen darf und wir da irgendwie uns noch weiter platzieren dürfen und die Leute das gut finden, dann bitte verhafte mich und versperr mich ein in dem Moment, wo ich mit solch einer Spinnerei anfange. Das darf nie passieren, nicht bei mir und nicht hier, nicht bei Scotty. Absolut kann jeder machen, wie er will, wie man das nicht. Apropos platzieren, du hast ja letztes Jahr erzählt, dass du die Idee hast, den eigentlich nur selber online zu vertreiben und wenn du irgendwie auf Events bist. Die Nachfrage war ein bisschen anders, ne? Also er ist ja doch ein bisschen in den Einzelhandel gerutscht. Absolut, klar. Angefangen, glaube ich, mit der Metzgerei. Oder ja, Eckart, er war auch Meetup, logisch, Sabine, ja. Grüß dich, dann Mega-Aktion. Hier, Sascha von Bongas hat ihn dann auch begeistert mit ins Programm genommen, ne? Mhm.
Sascha von Bongas auch einer der ersten Minute, auch über Meetup wieder. Ja. Ich glaube, der Kontakt kam auch wieder von dir persönlich, ja, auf jeden Fall. Fahr da mal hin, von Anfang an. Ja, wie ist das? Da habe ich so eins und eins zusammengezählt. Ne? Ja, doch, das war ideal. Zwei Personen mit großartigen Ideen und mal Visionen und auch immer irgendwie mit dem Gedanken, was Gutes zu machen dabei. Es geht da nicht vielleicht immer um den... Ne? Hat gepasst. Ja. Wir haben auch schon Videos gedreht. Wir haben jetzt echt schon hier und da echt ein paar coole Geschäfte auch miteinander gemacht, wo er mir geholfen hat. Super Typ. Wir sind Kooperationspartner in Sachen Gas und Zulassungen gesetzlich und so weiter. Ja, ich sag, Leute, ruft die Jungs und Mädels von Bongas an, dann wisst ihr Bescheid. Ja, cool. Ja, genau. Daniel hat jetzt mal schnell noch die Kerntemperatur gemessen. Wir haben auch noch einen weiteren Mitarbeiter, der steht vor der Tür, der grillt gerade ein Kilo Fleisch. Wie heißt der? Scotty? Der heißt Scotty. Ja, genau. Ja, und zu dem Thema Einzelhandel ist halt so, also für mich war von Anfang an eigentlich klar, dass Einzelhandel, coole Einzelhandel liebe ich. Ja. Also ich bin tatsächlich gar kein so ein Online-Typ. Logisch, muss am Anfang erstmal gucken, Webshop, tralala, aber wir haben viele Messen bespielt, wir haben so coolen Einzelhandel auch kennengelernt, schauen uns jeden Einzelnen bis ins Detail genau an, ob er wirklich auch passt, damit wir nicht irgendwie so herzlose Beratung irgendwie vermuten. Gerade auch bei den ganzen Grillshops ist es meistens ja so, dass sie das ja auch alle aus Herzblut betreiben, ne? Genau. Die machen dann den Shop auf, weil sie richtig Bock auf die Sache haben. Ich habe da fast noch nie jemanden. Der erste war auch der Ralf. Hier von Grillguts. Von Grillguts. Ja. Das waren die ersten, mit denen ich an einem Tisch saß und Verhandlungen über Scotty. Der war auf dem ersten Meetup auch, wo du da warst. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Der hat mir seine Karten ausgetauscht und der hat sich dazu gemeldet. Weißt du, Martin, wie das auch ein bisschen kommt? So. Das ist, eigentlich ist es ein bisschen so, auch dieses Freundschaftsding. Ne? Erst denkst du so, du machst so ein Startup. Heute wäre es möglich, Scotty komplett online zu verkaufen über unseren Shop. Ja. Klar ist das möglich. Klar kann man auch damit gut Geld verdienen. Du brauchst den Einzelhandel. Als Startup denkst du immer nicht so. Und dann geht das los und dann lernst du diese Leute kennen, die da irgendwelche schönen, coolen Läden haben und die einen tollen Job machen. Und dann merkst du irgendwann, ja, ey, wieso eigentlich nicht? Ja, wieso sollten die den Scotty nicht auch verkaufen, weil da kommen nette Leute rein, die wollen den haben und dann die sind auch mit Herzblut dabei und dann kommt man dazu und sagt, ja klar, warum nicht der Einzelhandel, auch super. Das kann man jetzt durchrechnen als Aktiengesellschaft. Also, auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Du weißt, dass wir so nicht sind. Die Kunden von coolem Einzelhandel, die sollen auch einen Scotty haben. Und der Scotty, der tut keinem weh. Der steht auch irgendwie so außer Konkurrenz. Das ist ein kleines Teilchen. Auch so ein Grillladen, der hat viele große Grills. Das heißt, die Leute, die da hinkommen, die haben eine ganz andere Idee. Aber es ist trotzdem interessant zu erfahren, was machst du auf der Radtour? Hast du nicht Bock, da dir auch mal was Geiles zu grillen? Nee. Dann nimm dir doch vielleicht noch irgendwie einen Scotty mit, weil das Teil, das fällt gar nicht auf. Und wenn du mal unterwegs bist, hilft er dir. Es gibt ja so bei uns die zwei Fraktionen. Entweder, ich sage ja immer, ich habe den immer im Kofferraum hinten dabei und wenn irgendwas ist, ist er dabei. Aber wenn ich die Radtour mache, das sind eben halt die anderen Leute, die vielleicht Autofahren scheiß finden bei uns in der Innenstadt, ne? Und fahren immer mit ihrem Fahrrad dann rein, die kriegst du halt auch, ne? Mit dem Grill. So, und deswegen. Weil das ist ja viel mehr Geschleppe, das Bier mitzunehmen als den Scotty, den packst du noch dazu, merkst du nicht. Ja, ja. Und du hast halt wirklich einen Grill, bei dem du, wenn du eine Tour mit dem Radl oder zu wandern planst und am Ende von der Tour nicht gegrillt hast und hast das Teil die ganze Zeit bei dir gehabt, nicht irgendwie dich ärgerst. Weil er war halt dabei, okay, wir waren doch vorbereitet, aber es war jetzt auch kein Drama, nur weil ich ihn die ganze Zeit mit mir rumschleppen musste. Ja. Wenn man sagt, Grillkohle, ärgerst du dich mehr, wenn du den geschleppt hast. Und das einen anderen großen Grill. Wenn der Sack aufgeht, guckst du nochmal? Ihr habt auch zusammen mit Bongas dann geguckt, wie kann man da eine große Gasflasche anschließen. Richtig, das ist jetzt möglich. Auch der Sascha. Genau. Gibt es jetzt auch, ne? Also, wir haben wir haben jetzt einen Adapter bei uns im Webshop. Den haben wir vorher verlinkt zum Sascha ein ganzes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und dann ist das peu à peu so, die Nachfrage exorbitant für auch gerade so die ganze Bulli-Fraktion. Die haben oft eine Flasche an Bord. Die können natürlich am Platz super mit ihrer großen Propane, auch mit dem Scotty grillen.
Aber nachher können sie dann eben das Ding mit einer Gaskartusche mit an den Strand nehmen, mit der Freundin zum Sundowner oder auf dem Berg oder was auch immer. Ja, absolut. Oder so auch so ganze, ja, generell, was halt auch lustig ist generell, was den Scotty angeht, dass man nie gedacht hätte, dass so viele verschiedene Branchen von unabhängig voneinander, also zum Beispiel viele Bauarbeiter, ne, haben das Ding auf dem Gerüst. Wie geil ist das? Estrichleger, was weiß ich, wir haben so viele Fotos von richtig coolen Bauarbeitern, Gartenlandschaftsbauer, ja, auf dem abgesägten Stumpf, ja, wird da Mittagspause gemacht. Und der Scotty ist, glaube ich, in der Lage halt, wenn du gegenüber einem Kunden bei denen im Garten grillst, dann willst du jetzt halt auch nicht da irgendwie mit der Holzkohle großartig anfangen. Das sieht komisch aus und denkt dir, ey, ja, Leute, was ist hier los? Grill dauert doch viel zu lang, wenn du Pause machst. Habt ihr hier überhaupt hier mal abgestempelt oder was ist hier los? Aber Scotty geht so schnell. Ja. Und das fällt keinem auf und du kannst dir ein geiles Steak grillen auf der Baustelle und das geht gut, ne? Also wir haben uns zum Beispiel mitten am Strand im Urlaub einfach mal zwei Entrecours reingeballert. Ne? Auch kein Problem. Ne? Stellst du noch für Tasche, hast den Sand auch weg. Ja. Und dann, genau. Also die Flexibilität und die Einsatzfähigkeit, die ist eigentlich unbegrenzt. Ich hatte es jetzt auch mal beim Klettersteig mit oder so Zeugs. Tut keinem weh. Geht ohne Probleme. Ja, und das ist ja ruckzuck aufgebaut. Inzwischen, ich darf ihn nicht mehr aufbauen. Das machen meine Kinder. Geil. Die finden das richtig so, geil. Oh, jetzt gibt aufbauen. Fleisch. Oh, ah, oh das ist so, Leute, jetzt mal ganz kurz. Ne? Ja, man muss das beschreiben, was man macht für einen Podcast. Ja. Das ist ja kein, ich bin gerade ein Stück Fleisch gekommen. Richtig groß. Ey, ist das Martin, geil. Jetzt sag mal, wie das wirklich aussieht. Gut. Das ist perfekt geworden. Für so Ottos wie uns. Ja, ich habe euch gar nicht geholfen. Das ist die Angst, dass Martin da war, hat schon gereicht. Ach, mach ein Foto, genau. Das können wir nach. Auch verdammt gut. Ach so, ich habe wieder einen Timer an von vorhin noch. Okay? Ja, sieht erstaunlich komisch aus. Machen wir ein Foto, wir posten das mit rein. Yes. Was hast du hier schönes Leckeres gekauft? Das ist ein Entrecot vom... Kannst du den Namen sagen? Darf ich sagen? Ja. Vom Steaklieferant hier bei uns aus Meerbusch. Der hat auch übrigens einen Scotty. Ja, sehr schön. Also es gibt mehrere so Online-Shops, so Steak-Lieferanten, die dann gerne auch jetzt den euren Grill mitverkaufen, ne, weil die es feiern, ne? Das ist im Endeffekt eine wunderbare Sache. Hier beim Steak-Lieferant ist es halt so, ich meine gut, ich versuche überwiegend Fleisch tatsächlich selber zu beschaffen, durch mein Hobby, aber andererseits ist es so, dass wenn du mal schnell ein gutes Stück Fleisch brauchst, dann gehe ich eben entweder zum lokalen Metzger, den feiere ich natürlich auch noch sehr, sehr ab, aber für was Besonderes, dann gehe ich zum Steaklieferant, da ist halt einfach immer die Theke voll mit irgendwie besonderem Zeugs. Ne? Ja, Martin greift zu, es riecht unfassbar gut. Ja. Alter, ist das lecker. Mmh, wirklich gut. Oh, du warst aber jetzt in Gönnerlaune hier, ne? Oh, yeah. Ja, mein Gott. Vor allem, wer soll das alles essen, ist auch gut, ne? Besondere Gäste, besonderes Fleisch. Das sind 800 Gramm, drei Leute. Ein Kilo. Ach, das kannst du morgen noch aufschneiden. Ja, ja, klar. Boah. Mhm. Sehr, sehr gut. Ja, im Endeffekt muss ich final sagen, was das Jahr und Scotty und für mich persönlich, was das bedeutet. Ich habe ja damals, also ich habe ja keine Investoren, ich habe das ja tatsächlich selbst investiert und ja, das ist irgendwie so von meinem Typ her, finde ich, die beste Regelung. Ist halt so, ja, bin jetzt nicht seit gestern Geschäftsmann, das ist leider für mich am allerbesten. Leider deswegen, weil du doch schon sehr, sehr nervöse Tage, Monate hast, wo alles weg ist an Kohle und du weißt überhaupt nicht, was mit dem Gerätchen passiert. Dann gehen die Schotten auf, der Webshop geht online, es geht langsam los und jetzt sind wir jetzt so quasi Resümee für das von 2019 und es war ein Jahr, was sich angefühlt hat wie eine Sekunde. Ich weiß nicht, jeder, der vielleicht mal geheiratet hat, da ist auch so dieser Hochzeitsabend, der ist auch so, fühlt sich danach einfach an wie eine Sekunde. Man weiß nicht mehr, was los war, das Gehirn schaltet irgendwann ab. Dabei hast du schon auf einigen Hochzeiten getanzt, ne? Wir waren viel unterwegs und haben eigentlich alles, was ich hatte, nichts und konnte, weil eben die Scotty-Kundschaft mich so kräftig weiterempfohlen hatte, konnte man Pop-Up-Store, so ein 3x3 dann kaufen, ne? Werbeflyer. Immer für die Marke, immer weiter rein, immer geguckt, dass es dem Scotty gut geht. Und wenn irgendwie was da war an Euronen, hat man direkt so den nächsten Marketing irgendwas gemacht oder sich dann doch dort mal bei der Messe angemeldet, die doch so teuer war und hat man Anfang vom Jahr nicht gemacht, weil das überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und dann ging es dann so Mitte des Jahres, hat man da angerufen und gesagt, ey Leute,
ist noch ein Plätzchen frei, ich wage das jetzt, ne? Weil irgendwie habe ich jetzt doch ein Gefühl, dass das jetzt doch richtig ist, das zu machen. Und, im Endeffekt ganz viel gelernt, ach, Leute kennengelernt, das glaubst du nicht, unglaublich. Das muss ich auch sagen, das ist eines der schönsten Dinge, die Scotty für uns im Prinzip tut. Ja. Der führt uns permanent zu echt interessanten, total netten, super Leuten. Das ist wie so ein Hündchen, was man mit dem an Gassi geht, weißt du, lernst du auch immer die Leute kennen. Ja. So ist das ein Paradebeispiel dafür. Das war der erste Dings und zwischenzeitlich haben wir auch privat ja schon mal was zusammen gemacht, hier und da. Ich kann ja sagen, wir waren bei Material auf dem Konzert. Ja, das war unfassbar. Scotty, beam mich ab. Ne? Er hat richtig Spaß gemacht, super cool. Ja. Material benutzt jetzt den Grill inzwischen auch, ne, ja, zum Angeln. Gab es auch ein schönes auch Video. Auch da muss ich sagen. Hat er auch verdient. Da muss ich auch sagen, kein Wunder, dass du den auch kennst. Ey, ein unfassbar, ja, ultra sympathischer Typ. Absolut, ja. Direkt sehr nah, super nett. Zu den Kids, wir haben eine Kids da. Mega, ultra. Mhm. Also wenn man so Leute, es gibt ja dieses Ding, wenn du dein Idol triffst, könnte es auch in die Hose gehen. Also es kann auch unfreundlich und doof werden. Das war mega. Also ich will jetzt, nee, jetzt kein Idol, ne? aber du weißt, was ich meine damit. Mega nett, ultra cool. Und es geil, ist wenn der den, wenn der mit dem Grill kriegt. Stell dir vor, wir waren Spaß auf der Rallye. So, wir waren auf der Rallye, stimmt, meine Frau rief mich an. Meine Frau rief mich an und meinte, ey, Materia hat gerade was gepostet, das hört überhaupt nicht mehr auf, ne? Und genau, da waren wir gerade, standen wir in irgendwelchen Dünen an irgendeiner Pause, die wir da gemacht haben. Und ja, da war natürlich schwer Schnappatmung angesagt, ne? Weil man, ja. Ja, das ist aber, wenn so jemand dann auf einmal so Begeisterung auch für das Produkt teilt. Ne? Ja, das war dann natürlich so. Die Typen, die danach hingehen, wie viel haben wir jetzt verkauft, das spielt keine Rolle. Am Ende sieht man es auch, kann man es über die ganzen Kanäle, wo wir sind, jetzt gar nicht nachvollziehen. Aber es macht Spaß zu sehen, dass er Lust hat, mit dem Ding zu drücken. Das hat es hilft einem Angler, der hat, genau, es hilft cool einem Angler. Ich bin selbst leidenschaftlicher Angler und es hilft dir und es ist wirklich völlig wertfrei, unabhängig dessen, dass ich das Teil jetzt da an den Markt gebracht habe. Es hilft dir und das macht mich so happy, weil ich kann es tatsächlich emotional unwertfrei zugleich jemanden darstellen, weil ich weiß, dass wenn er ihn mitnimmt, der hat was Anständiges. Ich weiß, aber das weiß er in dem Moment noch nicht. Er hat mich im Nacken oder uns im Nacken. Mir ist der Kunde heilig. Ich lasse keinen hängen, fallen oder sonst irgendwas, nur weil er irgendwie jetzt einen Grill hat und danach ist das Register geschlossen. Nein. Bitte Leute, immer, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr vielleicht, wenn irgendwie was nicht so richtig gut funktioniert, ihr dürft euch und ihr sollt euch sogar immer, immer, immer bei uns melden. Wir reagieren salopp im Handumdrehen. Es muss jeder mit Scotty glücklich sein. Das ist ja der Anspruch. Und das haben noch nicht so viele Grillhersteller bei uns im Podcast behauptet, würde ich mal so sagen. Ja, und das ist auch wichtig, weil, guck mal, du musst ja immer von dir selber ausgehen. Das ist ja jetzt hier, wir bauen hier ja kein Industrieprodukt, sondern wir bauen ein komplettes, leidenschaftliches Gimmick, was Leuten den Tag einfach erleichtert. Jeder Grill auf dieser Welt hat seine Daseinsberechtigung und ein Grill ist auch immer gleich. Der macht heiß und der grillt dir was. So, jetzt geht es darum, kriege ich den dahin? Das ist halt so viele Faktoren. Aber so quick and dirty unterwegs, schnell, zack, peng, schnell da, schnell weg, schnell heiß, alles irgendwie schnell, hilft dir Scotty wirklich. Und er nervt dich nicht im Rucksack. Schnell, ich muss mal pinkeln. Geht das im Podcast? Ja, mach das. Alles klar. Du warst mit Daniel auf Rallye. Ne? Ja, genau. Das war so eine, Aktion, bei der wir überlegt haben, also wir hatten schon lange vor, eine Rallye zu fahren und dann haben wir irgendwie überlegt, was könnten wir denn so zum Ausklang der Rallye-Saison irgendwie machen. Das war so Ende, also die Rallye war ja Anfang September, genau. Für uns war so September so ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung, ne, wie lange verkauft man Grills, wie lange funktioniert was, jenes solches. Bin da jemand, der sich eher auf seine eigene Erfahrung beruht und jetzt nicht irgendwie panisch anfängt, da rumzugoogeln. Und es kam die Rallye. Das heißt, da gibt's eine Rallye, die passt ungefähr in den Zeitrahmen. Wir brauchen was Verrücktes für uns persönlich, also vor allem für mich. Der Daniel war dann seit August dabei. Ich habe das ganze Jahr halt wirklich
wenig mit meinen Kindern gespielt und wenig bei meiner Familie gewesen. Das war tatsächlich so, aber die unterstützen mich alle und wissen, es geht halt auch nicht anders. Und dann kam halt Daniel, das hat gerade gut gepasst. Und dann kam irgendwie so die Idee, Lenz, da müssen wir doch nochmal irgendwie was zaubern, damit wir auch mal rauskommen. Was Verrücktes, ja, Rallye. Habt ihr so ein Scotty-Rallye-Auto euch quasi? Haben wir, da musst du ein 20 oder 25 Jahre, nee, wie alt ist das? Ich glaube, 20 Jahre ist Minimum, was das Alter angeht. Und da haben wir dann auch in 10 Minuten haben wir da rumgesucht. Da haben wir hier bei in Ports, Köln, ein Aldi Audi 80 B2 gekauft für 1.000 Euro mit TÜV und Oldtimer-Kennzeichen. Genial. So, wir wussten überhaupt nicht, was das für ein Fahrzeug ist. Wir wussten, das springt an und das fährt und es bremst. Und es hat TÜV. So, dann sind wir da rumgefahren, haben hier bei uns im Ort, haben wir dann so eine Kfz-Werkstatt gefragt, Mensch, hätte er nicht Bock, uns da ein bisschen zu helfen, wir fahren für eine Wohltätigkeitszweck, wir fahren für Wünschewagen in Essen, das ist so eine Institution, wenn so totsterbenskranke Menschen, die können sich dort an die wenden und die versuchen denen ihren allerletzten Wunsch, tatsächlich allerletzter Wunsch, wie schrecklich, aber den versuchen die zu erfüllen und das ist gut. Und dafür brauchen die halt Geld. Und das war für uns so, auch so die Brücke geschlagen. Die fahren halt auch mit so einem umgebauten Krankenwagen überall mit denen hin, ans Meer, ins Fußballstadion oder was so halt. Ja. Ich würde so gerne mal noch das Meer sehen. Das sind Ehrenamtler, das Auto muss getankt werden und. Und dafür haben wir letztendlich Geld eingesammelt und das war der Zweck und Grund der Rallye. Dann haben wir überall, fette Kuh, überall Spenden eingetrieben. Haben Aufkleber von unseren Spendenleuten raufgemacht und sind dann losgefahren. Und das war genial. Das war super. Die Fotos sahen echt hammer aus. Vor allen Dingen, wie lange wart ihr unterwegs? 2 Wochen? 3 Wochen? Waren 12 Tage, war die Rallye. Mit An- und Abfahrt waren das 2 Wochen, ja. Ihr habt ja alles gesehen in Europa, ne? Vom Schnee, ihr seid durch den Schnee gefahren. Ah, ich war so beeindruckend. Wir haben teilweise bei minus 1 Grad gepennt und bei 38 Grad. Ja. Also war alles dabei, von Strand bis Scotty hat das Zelt getrocknet, Scotty hat das Holz getrocknet. Scotty war auf der ganzen Rallye danach auf jeden Fall, also da ist keiner vom Hof gefahren, wusste nicht, was Scotty ist. Wer oder was? Wie viele Gasflaschen habt ihr verbraucht? Weil wir hatten oben auf dem Dach hatten wir, glaube ich, 15 450er und ein paar 230er noch. Primus Wintergas. Ja. Ja, war eine ganze Menge, war so ein richtiger Sack voll. Ganzer Sack, den muss man jeden Tag muss man ein bisschen nachschneiden. Wir haben natürlich wir überall 20 Scotties dabei. Versorgt. Die passen nicht ins Auto, die waren natürlich relativ schnell weg. Rallye. Muss man überlegen, wir haben einen alten Audi 80, haben wir 20 Grills für die Rallye mitgeholt. Ne? Ja, plus euer normales Equipment, ne? Also ja, gut. Über Nacht ein Leben umziehen. Und noch eine Kühlbox. Eine Unterhose wiegt nicht viel. Ja, genau. das war eine richtig gute Sache, kann ich jedem empfehlen. Dabei. Genau, wir hatten Kühlung und ja. Ja. Den ganzen Tag gefahren. Unfassbare Leute kennengelernt. Ja. Unfassbare Typen kennengelernt. Schönes Netzwerk. Unglaublich geil. Waren auf jeden Fall sehr starke Bilder. Kann man sich alles angucken. Es gibt noch den Instagram-Account, ne? Scotty Rally Team. Genau. Auf jeden Fall mal nachschauen. Da haben wir viel online gestellt. Und genau. Ja. Das war's. Das war eigentlich schon so. Das waren schon so die Highlights von diesem Jahr. Also ihr könnt euch jetzt alles schlau machen nochmal über Scotty. Ne? Also ihr habt ja jetzt eigentlich alles erfahren, aber guckt euch mal den Shop an. Auf Instagram seht ihr super viel. Es gibt einen Hashtag auch, ne? Scotty Grill. Scotty Grill und Grill einfach überall. Der Claim ist auch nochmal ein Hashtag. Genau. Also wenn ihr coole Fotos habt, bitte immer mit da reinpacken. Ja, sehr gerne. Wir reposten das auch sehr gerne. Ja, und wenn absolut. Wenn ihr irgendwelche Zweifel oder Fragen zu dem Grill habt, meldet euch einfach. Immer bitte melden. Also ihr hört oder ja, vorbeikommen. Sehr herzlich empfangen. Wir grillen miteinander und dann könnt ihr euch das Teilchen anschauen. Oder ihr kommt zum Meetup, weil es gibt immer ein, zwei Leute, die Scotty dabei haben. Auch wenn ihr beide nicht da seid. Ja, oft seid ihr dabei, definitiv. Aber man kann ja nicht immer kommen. Hier sind ja die Fenster mal eingebaut worden an einem Termin, glaube ich, ne? Ja, wir hatten ja schon. Letzten Monate waren wirklich krass. Ja. Und deswegen macht euch mal schlau, wenn euch der Grill interessiert. Ich bin ja eigentlich schon so dabei. Man kann auf jeden Fall nicht ohne Scotty. Ne? Also Scotty muss dabei sein.
wenn er nicht im Auto ist, eben halt auf dem Fahrrad oder der passt ja auch super in den Rucksack rein, deswegen, ihr habt da schon was sehr Geiles geschaffen, worauf ihr stolz sein könnt. Ich freue mich sehr, dass ihr nochmal bei uns im Podcast wart und wir hören uns dann spätestens in einem Jahr, so also sehen wir uns wieder hier. Jedes Jahr. Oder, ey, das wäre schön. Kurz vor Weihnachten. Und dann machen wir wieder ein Update. Ja, das wäre geil, ey. Oder wir kommen mal wieder bei dir rüber. Ja, oder wenn es einen guten Burger, was Neues gibt, dann machen wir nochmal eine ganz kurze Folge oder sowas. Du hast schon mitbekommen, dass wir also zumindest zweimal in der fetten Kuh waren und haben da richtig die Theke hoch und runter, ne? Ja? Ja, klar. Einmal haben wir uns doch noch getroffen. Ja, einmal haben wir uns getroffen. Ja, einmal haben wir uns nicht getroffen. Ja. Ja, sehr schön. Aber auch viel zu selten und ja, manchmal. Wir bessern uns. Aber wie das so ist, ne? Fette Kuh ist jetzt auch nicht der Laden, wo wir rumstehen und uns langweilen. Und nee, natürlich. Aber ist im ersten Jahr auch alles guter Burger ist halt auch immer mal, versüßt den Tag halt auch. Ne? Wenn man auf die kleinen Details und die Qualität viel Wert legt. Die Liebe. Und ja, und da viel Liebe und Herzblut drin steckt, dann läuft das dann am Ende auch. Ne? Das definitiv, das ist Hammer. Ich finde, dass viele Companies sollen sich mal wieder zusammenreißen und die Liebe mal wieder finden. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema. Was heißt bei dem Thema? Also schließen wir den Podcast am besten einfach ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau. Kommentiert, liked gerne. Lasst uns eine iTunes-Bewertung da. Ja. Und natürlich liked, wie heißt ihr auf Instagram? Scotty Grill? Scotty Grill, genau. Ja. Hashtags, Grill einfach überall. Und auch nochmal Scotty Grill. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Und ja. Schön, dass du uns besucht hast. Danke, Martin. Ich danke euch.